For English satellite push, satellite battle. Hallo zu einer neuen Folge von Reptil TV. Heute ein bisschen stressig für mich hier mit meinem Intro-Tierchen. Ein 20 Kilogramm schweres Spornschildkrötenweibchen, das ich euch hier zeigen wollte. Ich bringe sie auch gleich zurück. Scheinbar hat die gar keine Lust auf, das gefilmt zu werden. Aber schon super schönes, hübsches Tier wollte ich euch mal zeigen. Und auch ein netter Übergang zu unserem Thema heute. Diese Schildkröten, das werden Riesenviecher, die können hier richtig Rabauz machen. Trotzdem hat keiner Angst davor. Unser Thema heute sind eben die Ängste. Schlangen, Spinnen, da gibt es viele Leute mit Phobien oder die Angst davor haben. Und damit wollen wir uns heute mal beschäftigen. Bei mir vergeht nicht eine Woche, wo ich nicht irgendeine E-Mail bekomme oder irgendein Jugendlicher. Eine Jugendliche steht vor mir im Geschäft und schildert die Probleme. Und zwar geht es darum, die Leute hätten gerne eine Schlange, eine Echse, eine Spinne, also hauptsächlich Schlangen, Spinnen, haben aber jemanden in der Familie, der wahnsinnig Angst davor hat, der regelrecht eine Phobie hat, so genannt. Ne? Erlebe ich dauernd und die Frage ist, was kann man dagegen tun? Ich habe hier absolut professionelle Hilfe, den Wolfgang Schäberle. Ihr kennt ihn aus der Indigo-Folge, die Insider. Ne? Was ihr bis jetzt nicht gewusst habt, der Wolfgang ist der absolute Profi auf diesem Gebiet. Er ist nämlich der therapeutische Leiter einer Akutklinik und einer geriatrischen Rehabilitationsklinik, irgendwo im Schwäbischen, gell? Ohne jetzt hier Werbung davon machen zu wollen. Er ist Gesundheitswissenschaftler, staatlich examinierter Physiotherapeut, staatlich geprüfter Heilpraktiker und Therapeut für integrierende, lösungsorientierte Psychologie. Das ist wohl genau das, was hier gefragt ist, oder? Und deswegen können wir deine Hilfe heute brauchen. Ja, zunächst mal danke für die Einladung, Stefan. Komm immer gern zu dir. Ist für mich auch mal ein Highlight. Und ich hoffe, wir können den Zuschauern heute ein bisschen was näher bringen und vielleicht mit dem einen oder anderen, in Anführungszeichen, Vorurteil ausräumen und versuchen. Und vor allem die Phobien. Die Phobien, genau. Ja, würde mich freuen. Also für mich völlig unvorstellbar, wie jemand vor so einem hübschen Tierchen hier Angst haben kann, aber ich habe gehört, es gibt sowas, beziehungsweise ich weiß, dass es gibt. Wolfgang, erstmal generell, kannst du das Thema Angst oder Phobie, kann man das erklären? Ist das einfach, was weiß ich, der eine hat wegen mehr oder weniger oder gibt's, kann man das irgendwie überhaupt greifbar machen? Ja, also grundsätzlich kann man sagen, Angst als solches ist ein Grundgefühl, das jeder Mensch hat. Überlebensnotwendig, ohne Angst würde man nicht sonderlich alt werden. Ne? Weil das einfach, Beispiel, du gehst nachts durch den Wald, du weißt, da kann eigentlich jetzt nichts passieren, aber man hat so eine Grundangst, so dieses latente Unwohlgefühl. Das ist ein ganz normaler Prozess. Und schützt einen letztendlich. Und schützt einen letztendlich und lebensnotwendig. Demgegenüber gibt es dann die Phobien, die man auch Angststörungen nennt, wo es dann so ist, dass diese Angst quasi an eine Sache, an ein Objekt, an einen Umstand verknüpft ist. Also sprich, jemand hat dann eine Angst, in Anführungszeichen, vor Schlangen, vor Spinnen, aber vor allen möglichen Dingen, vor Autos, vor Flugzeugen, die gar nicht in Relation zu dem Thema steht. Mhm. Also wo einfach die unbegründet ist. Und richtig eine Phobie wird es dann, wenn diese Angststörung sich ins tägliche Leben überträgt. Also sprich, jemand traut sich nicht mehr in den Keller zu gehen, weil er Angst hat, dass da unten eine Spinne sitzt. Mhm. Der Begriff Angst, der wird immer gern gemischt, aber er ist sprachumgänglich. Mhm. Und dann sind wir bei der wirklichen Phobie oder Angststörung, dass es das tägliche Leben beeinflusst. Diese Personen sollten dann auch in eine professionelle Therapie gehen. Um die geht es uns heute aber nicht. Heute wollen wir ja darum reden, über die Situation, Kind möchte eine Schlange, Mama möchte es nicht, der Partner möchte eine Spinne. Aber letztendlich ist das, was wir jetzt, wie wir besprechen, das ist so die Ansätze, die man in der Therapie verwendet. Absolut, also so funktioniert, so kann man es auch heilen. Ja. Ne? Also natürlich machen wir keine Heilung per Internet. Ne? Also wenn sich jetzt jemand davor sitzt und meint, er wird jetzt hier durch YouTube geheilt, ist natürlich nicht, aber mir erklären, wie es funktionieren tut und wie man das, wie diese... Also diese krankhafte Angst, wenn ich dich recht verstanden habe, oder diese übertriebene Angst. Die Phobie. Die Phobie, genau, wie die wieder ausgebügelt werden kann. Sozusagen. Wie man die wieder kanalisieren kann, wie man sich selber dabei helfen kann. Und ja,
Das wäre der Ansatz für heute. Wenn ich jetzt diesen angesprochenen Fall hatte, dass Kunden oder, sagen wir mal in der Regel Jugendliche oder Partner von Interessenten oder interessierten Terrarianern zu mir kamen mit diesem Problem. Ich habe zu den Leuten gesagt, hier, nimm mal ein Buch mit heim und guckt es euch durch und lauter schöne Bilder drin. Und wenn der Partner, die Partnerin so und so viel superschöne Schlangen sieht, dann wird er die Angst von allein verlieren. Oder habe gesagt, schaut Reptil-TV an, dann durch die Wiederholung immer wieder sehen, verlieren die diese Angst, diese Scheu. Ist das der richtige Ansatz oder wie müsste man jetzt richtig vorgehen in dem Fall? Ja, also von richtig oder falsch kann man jetzt nicht direkt sprechen, aber es reicht nicht aus. Es ist einfach so, wenn jemand Vorbehalte hat, dann reicht ihm vielleicht, wie du es gerade beschrieben hast, aus. Wenn jemand wirklich jetzt Phobien entwickelt hat, auch nur latente Phobien, dann ist die Sachinformation nicht ausreichend. Da bedarf es weiterer Schritte und auch weiterer Erklärungen. Und es bedarf einfach dann eine gewisse Hilfe. Therapie möchte ich jetzt nicht mal sagen, aber eine gewisse Anleitung, was noch dazugehört. Es gehört die emotionale Komponente dazu und die fehlt bei der sachlichen Aufklärung. Nur so als Beispiel, wenn jemand Angst oder Phobien vor Spinnen hat, dann weiß er ja sehr wohl, dass die kleine Hausspinne in der Ecke ihm nicht macht. Da ist er rationell und ja, völlig aufgeklärt. Aber es reicht ihm ja trotzdem nicht aus, dass er im Keller trotzdem die Angst hat. Also der kann die angucken den ganzen Tag das lässt einfach nicht nach, sozusagen, oder wie? Genau, denn sein Problem wird nicht besser, indem er jetzt 3 Stunden lang ein Spinnenbuch anguckt. Mhm. Er wird im Keller das gleiche Problem haben. Okay. Das, was du beschrieben hast, ist toll für Leute, die so Interesse haben, aber vielleicht so den Zugang noch nicht gefunden haben. Mhm. Und die sich erstmal durch eine gute Fachliteratur informieren. Wenn Vorbehalte da sind, gar Phobien da sind oder gar richtige Angststörungen, also echte Symptome auftreten, reicht das nicht aus. Mhm. Also um das nochmal in Terrarianer-Worte zu fassen, es gibt so die normale Bedenken und so weiter, dann ist toll, wenn die Leute ein Buch lesen, wenn sie Reptil-TV gucken. Und es gibt eben die mit der richtigen Angst, die tief sitzt oder mit der Phobie. Und da müssen wir irgendwie das Ding knacken oder von der anderen Seite her knacken. Habe ich dich richtig verstanden, oder? Ja, ja. Unsere Anita hat dieses schöne Bild nach deinen Angaben gemacht, sieht Stefans super aus. Innenleben. Mein Innenleben, genau, jetzt seht ihr, wie ich von innen aussehe. Daran kannst du uns zeigen, wo man an, also ich sehe im Moment nur Pfeile, Schlangen, sonstiges. Du kannst uns anhand dessen erklären, wo wir ansetzen müssen, ja? Also das Thema war ja, oder die Frage, warum reicht die fachlich-sachliche Aufklärung nicht aus, wenn jemand Ängste schon entwickelt hat. Und es liegt an einem ganz uralten Regelprozess, den der Mensch in der Evolution entwickelt hat, um überleben zu können. Und das ist der Mandelkern, die Amygdala. Und zwar passiert Folgendes. Wenn ich jetzt eine Schlange sehe oder eine Spinne oder irgendwas, wo ich meine Ängste davor habe, und ich nehme sie wahr über das Auge, nun geht die Wahrnehmung vom Auge geht durch den Thalamus, bevor sie an die Großhirnrinde kommt, wo ich überhaupt wahrnehme, was ich sehe. Und jetzt passiert aber Folgendes. Hier im Thalamus, im Mandelkern, werden diese Informationen ausgewertet, ganz unbewusst und in Mikrosekunden. Wenn jetzt hier der Reiz Schlange kommt und hier ist die Verknüpfung da, dass das mich ängstigt, dann kommt schon der Regelprozess in den Körper, bevor ich es überhaupt wahrnehme. Das heißt, ich sehe die Schlange, nehme sie mit dem Auge wahr und hier im Mandelkern geht schon die ganze Reaktion los, die wir kennen, wenn wir erschreckt werden, wenn wir Angst bekommen. Also Adrenalinausstoß, dieses Zittern am Körper, ne? dieser Buff, dieser Schock, der durch den Körper läuft. Da haben wir überhaupt gar keinen Einfluss drauf, bevor ich dann wahrnehme und sage, ach, ist ja bloß eine Spinne da hinten oder ist ja nur eine Schlange. Also dann kommt mein Ratio zeitversetzt. Und jetzt kann ich 100-mal das Buch lesen. Und ich habe 100-mal diesen Regelkreis, diese Situation, weil hier in Anführungszeichen eine Fehlverknüpfung drin ist, die bei mir eine Angstsituation auslöst, die eigentlich nicht ausgelöst werden müsste. Also rutscht mir hier das Herz in die Hose, bevor die Gedanken in meinem Hirn mehr oder weniger ankommen, um es mal. Ja, aber das passt doch schön zum Bild. Ne? Da das ist eine super Analogie, Stefan, die muss ich mir ein schöner machen. Vergleich. Ganz okay. Toller Vergleich. Nee, aber ja, das macht es dann natürlich logisch. Ne? Ja, Wenn der Angstschweiß einsetzt, bevor mein Hirn überhaupt zu schaffen anfängt und ich da dran vorbeilaufe, dann ist natürlich klar, dann muss ich da, kann ich noch so viel gedanklich ansetzen und erklären, wenn das ganze Ding hier schon hängt, so ist es. Dann
klar, dann kann das gar nicht funktionieren, gell? Versucht einfach mal, euch nicht zu erschrecken lassen in einem Umfeld, wo ihr denkt, da kann man mich nicht erschrecken, zu Hause im Haus. Funktioniert nicht. Wenn einer von hinten kommt, zuckt man zusammen und dann denkt man, ah, ist ja meine Frau oder mein Mann, was auch immer. Mhm. Und das Interessante hier an dem Mandelkern, der kann lernen, der trainiert sich im Prinzip. Das heißt, der konditioniert sich in beide Richtungen. Wenn ich jetzt ständig mich mit der Situation konfrontiere, ungesteuert, wird es schlimmer. Mhm. Ganz klar wird es schlimmer. Also wenn ich jetzt jemanden mit einer Schlangenangst in deinen Schlangenraum stecke und die abschließend sagt, du kommst erst raus, wenn es dir wieder besser geht, dann wäre völlig der falsche Weg. Okay, das wäre absolut interessant, weil absolut das ist so die Vorgehensweise, nein, wie ich immer dachte oder wie man immer vorgeht. Okay, ja, witzig. Ja. Also es gab es früher, kommen wir aber noch drauf mit der Konfrontationstherapie, aha, aber das macht man so nicht. Okay. Wichtig einfach, sich klarzumachen, den Kreislauf müssen wir durchbrechen und das geht nicht über die Rationalität, sondern über die Emotionen. Und da kommen wir jetzt gleich mal drauf zu sprechen. Also die Theorie habe ich kapiert, jetzt ist die Frage, wie setzt man das in die Praxis um, oder? Ja, Stefan, entscheidend ist bei dem ganzen Prozess, dass man die Emotionen mit reinbringt, um diese negative, in Anführungszeichen, Situation in eine angenehme, stimmig, wohlige, positive Situation umfällt. Und ich stelle dir einfach mal eine Frage, was Emotionen und was Vorstellungen auslösen. Wenn ich dir jetzt sage, gestern war ich bei uns zu Hause in der Stadt, ich mache die Tür auf, schaue durch die Tür und da ist vor mir wunderschön, schwarze Haare, Beine bis zum Hals, dichtes schwarzes Haar, glutschwarze Augen. Was kommt dir in den Sinn? Okay, da fällt mir so, ich glaube, ich weiß, auf was du raus willst, aber mir fällt das ganze Tierreich ein, von Schnecke bis Maus bis Hase, alles, beziehungsweise eben die hübsche schwarze Dame, ne, schwarz angezogen, das ist das, was mir einfällt, aber genau, du willst natürlich auf die haarige Spinne mit den langen Beinen wahrscheinlich raus, ne? Das ist das. Der Phobiker sieht, unter der Beschreibung läuft bei dem schon die Amygdala heiß, okay, und der sieht schon 20 Spinnen auf ihn zufallen, während ein Nicht-Phobiker, in Anführungszeichen, eben das sieht, was er sich darunter vorstellen möchte. Wie du sagst, ein Haustier, Mensch, ich was auch ich immer. Ich hatte es weniger als Haustier. Ja. Oder sonstiges. Mir fallen sämtliche umgangssprachlichen Namen für eine hübsche Frau ein. Genau. Was, das meinte ich nicht mit Haustier, sondern du sagtest ja auch eine Hase oder irgendwas. Genau. Das. Aber was immer man da im Spaß hat. Das sagt man bei uns, genau. Genau. Und das ist der entscheidende Punkt, wie man die Therapie aufbaut. Man hat früher diese reine Konfrontationstherapien gemacht. Das ist das Beispiel, was ich vorhin gebracht hatte. Man konfrontiert jemand hart, man gibt ihm die Hand, zack, Spinne drauf, halte sie fest, 300 Mal wiederholt, bis derjenige gebrochen war quasi, mhm, und das Ganze dann mehr oder minder geduldet hatte. Ne? Aber das führt eigentlich zu nichts und es verstärkt ja noch den Reiz. Er lernt dann mehr mit diesen Reaktionen umzugehen, aber mhm, er hat es ja nicht bewältigt. Mhm, er lernt sich zu beherrschen in dem Moment, mehr oder weniger, aber ganz genau, keiner weiß, ganz eine, genau, ja, oder dieser. Dieser Punkt wird deswegen nicht verändert, oder? Wo wir eben angesprochen hatten. Ja. So ist es, Stefan. Und heute ist es einfach so, dass man sagt, okay, man muss die Emotion reinbringen, so eine emotionale Adaption anstelle mhm, einer Konfrontation. Passt da ein bisschen mehr an den Zeitgeist, abgesehen davon. Ja, Stefan, wir wollen jetzt ja mal ganz praktisch und strukturiert mit dir als Beispiel eines Schlangenphobikers die den Therapieverlauf mal zeigen. Und ich hatte dich ja darum gebeten, dass du mal ein Bild mitbringst aus einer Situation, in der du dich absolut wohlgefühlt hättest, wenn ich sagen würde, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, da wäre ich jetzt gern sofort wieder. Das war meine Zeit, habe ich mich pudelwohl gefühlt, wo du dich wieder so richtig reinversetzen kannst. Genau, das habe ich hier. Da waren wir 1999 auf Galapagos. Hammer Kulisse, Hammer Urlaub, Hammer Erlebnis und ich habe kein einzelnes Foto, ich habe das hier im Rahmen. Ich hoffe, das sind dann viele Bilder, aber ich hoffe, es funktioniert auch. Aber das wäre der Ort für mich, der, denke ich, das ist das, was du suchst in meinem Hirn. Ja, wunderbar und ganz wichtig, da gibt es auch keinerlei Wertung. Wenn jemand das machen möchte, wo er sich persönlich am wohlsten gefühlt hat, ob das ein Urlaub war oder sonstiges, das ist eine ganz, ganz persönliche Sache und diese Situation muss man sich verinnerlichen und muss man sich herleiten. Das ist der erste Schritt. Ohne diese emotionale Verknüpfung funktioniert das Ganze nicht. Jetzt wäre es wichtig im zweiten Schritt, dass du dich in die Situation einfach zurückerinnerst, reinfühlst, vor allem das Fühlen. Ne? Tun sich Männer manchmal ein bisschen schwerer wie die Frauen, aber das kriegen wir hin. So richtig schön die Bilder wieder aufkommen lassen und sich an diesen tollen Urlaub auf der Galapagos-Insel war es, glaube ich, sich dran erinnern und da in die Situation reinversetzen. Das sollte man ein paar Mal wiederholen, ein paar Tage lang, immer wieder
ist ja keine schwere Aufgabe, sich an den schönen Urlaub zu erinnern. Und dann fängst du ganz langsam an, dir eine Karikatur da drin einzubauen. Also beispielsweise, du bist da in den Galapagos an den Inseln gelegen, hast eine Hängematte gehabt und da hat es vielleicht ein paar Drinks gegeben. Weißt du, war es so? Ne? Oder? Ja, das war eher auf Bier reduziert, aber okay. Okay, wie auch immer. Und jetzt beispielsweise humoristisch gesehen, kommt eine Schlange mit dem Tablett vorbei und bringt dir da eine Drinks, räumt sie ja wieder ab, fragt dich, hey Stefan, alles nicky cool und kriecht wieder weiter. Und so baut man so langsam über quasi Zeichentrick, über solche Modelle, baut man sich eine humoristische Geschichte auf. Das ist ganz arg wichtig. Wenn man das selber nicht hinbekommt, kann man seinen Partner, seine Partnerin dazu nehmen. Kann man sich abends anstatt Fernseher gucken mal hinhocken und eine Blödelgeschichte da draußen machen. Also ich stelle mir eine reelle Szene vor, wie ich dort war. Ne? Irgendeine kurze Situation. Das Gefühl, ich liege am Strand oder sitze in der Bar Galapagos draußen, die Seelöwen und weiß der Herrgott. Und dann kommt hier diese Schlange, irgendwie Tablette im Mund. Zwei kühle Bier drauf für mich und meinen Kumpel damals. Nur für dich. Oder nur für mich, okay. Und hoch die Tassen. Genau. Und der Vorteil dabei ist, man kann es für sich steuern und kreieren, wie es einem angenehm ist. Nicht ich oder jemand anders sagt ihm, die Geschichte ist so und so, sondern wie es aus dir rauskommt. Und dann sind wir auf der emotionalen Ebene. Und dann kommt langsam dieser Umwandlungsprozess im Mantelkern, wo ich nachher noch drauf zu sprechen komme. Also eben wichtig, ich baue mir eine lustige Geschichte und baue halt einfach dieses Cartoon, diese Cartoon-Schlange oder Spinne, je nachdem, gegen was ich hier ankämpfen muss, baue ich mir in die Geschichte ein, oder? Und genau. Und witzig oder wichtig, dass ich einfach den Spaß dann an der Geschichte habe. Das ist Stichwort. Sobald man merkt, jetzt wird es mal wieder mulmig oder irgendwas, zurücknehmen, das aus dem Bild blenden, einfach wieder die Hängematte sehen und die schöne Situation und dann wieder langsam aufbauen. Ob das jetzt humoristisch ist, ob man jetzt mal den Held spielt, ne? Ob man Crocodile Dandy mal sein will oder sonstiges, ganz egal. Es muss zu einem passen. Und eine positive, Hauptsache ganz eine passende, positive. Ganz genau, die Verknüpfung von der Realität mit der Fiktion, das wäre das Entscheidende. Okay. Und dieses Cartoon-Tier oder beziehungsweise eben, ich habe hier jetzt aus meinem Haushalt oder von meinen Kindern hier diese Plastikschlange besorgt. Haben wir das jetzt rein symbolisch, die hier auf den Tisch gestellt, beziehungsweise soll ich die hantieren? Spiele ich hier mit der Plastikschlange? Hilft mir das schon? Oder hilft mir die Geschichte durchzuspielen? Oder nächste Frage auch, wie lang mache ich das? Ne? Also mache ich die Geschichte einmal und war es das dann schon? Oder wie gehe ich jetzt weiter? Ja, also zu der ersten Frage von dir, wie lang man das macht, so lang, bis man kein schlechtes Gefühl mehr dabei hat. Immer wieder in die Situation reingehen, immer wieder in die Urlaubsstimmung reingehen und immer wieder die Karikatur mit reinnehmen. Also jetzt über mehrere Tage Wochen. Oder bis zur nächsten Sitzung in Anführungsstrichen, denke ich mir immer wieder die Geschichte, jeden Tag die gleiche Geschichte erzähle ich mir wieder spaßeshalber vor mich hin. So, genau, oder? 2-3 Mal am Tag kann man über ein paar Tage machen, über ein paar Wochen. Irgendwann spürst du, coole Situation, lachst über deinen eigenen Witz und dann sind wir einen Riesenschritt weiter. Und dann kann man natürlich auch hergehen, dieses schöne Tierchen von deinen Kindern, glaub, hast du das geholt, das schon ruhig auch bei der Geschichte mit in die Hand nehmen. Mit rumspielen, vielleicht mit in die Badewanne reinnehmen, wenn man mag. Ne? Wenn es einen wirklich nervt, ertränkt man es halt mal, wenn man mal die Ängste nicht mehr aushält. Wie auch immer, aber ruhig schon ein bisschen den physischen Kontakt mit reinkommen lassen. Aha. In eine absolut, ja, ist ja auch eine Karikatur, wenn man so möchte. Ja, ne? Genau. Und das wäre dann schon ein ganz wichtiger Schritt, dass man das so über 2-3 Wochen einfach mal praktiziert. Kann jeder für sich machen oder mit dem Partner, wie man es möchte. Das wäre der nächste Schritt dann, ja. Also Wolfgang, wenn ich jetzt hingehe und mir mein Haus vollstelle mit irgendwelchen Plastikschlangen, Schlangenbildern, Schlangencartoons, Stofftiere, sonstiges, ist das so der richtige Weg? Ja, aber nur in Verbindung immer mit dieser Geschichte, die wir gerade besprochen haben. Sonst wären wir ja wieder bei der rationellen Aufklärung. Mhm. Ich gucke mir Bücher an. Aber man kann natürlich sich im Haus Stofftiere verteilen oder sonstiges. Und dann immer, wenn man einen sieht, sich mal wieder so in diese schöne Geschichte reinbringen, dass man lacht dabei und dass man einfach in die Stimmung reinkommt. Was sich bewährt hat, das sind diese digitalen Bilderalben oder Fotoalben. Wenn man davon im Urlaub zum Beispiel jetzt 50 Bilder reinmacht und da dazwischen, wenn es jetzt eine Schlangenphobie wäre, dazwischen dann so 10 Bilder von Schlangen reinmacht. Bilder, die einen jetzt nicht ganz so entsetzen, so was einem halt ein bisschen anspricht wenigstens. Und die kommen dann immer wieder durch. Dadurch konditioniert man sich dann auch etwas. Also 10 Bilder Urlaub, ein Bild Schlange oder 5 so, Bilder Urlaub, genau, eins mal Schlange genau. Zwischenrein, sodass mir den ganzen Tag der Bilderrahmen vorläuft mit dem schönen Urlaub.
und ab und zu halt mal doch die Schlange. Und da ist dann auch nicht diese Schreckwirkung in dem Moment, ne, oder? Wenn ich gut vorgearbeitet habe und wenn ich wirklich das praktiziert habe, also diese Bilderreise, dieses gute Gefühl, dann müsste man in dem Moment eigentlich damit schon sehr gut klarkommen. Also auch die Reise, die in meiner Geschichte drin ist, ne? Genau. Also mein Galapagos digital und dann ab und zu Plastikschlange, echte Schlange, ein bisschen einfließen lassen. Genau, deinen Galapagos-Cartoon quasi, ne? So als, als Witz. Und dann funktioniert es schon gut, dann dürften auch diese starken Reaktionen nicht mehr kommen. Wenn sie kommen, Bildalbum abschalten, wieder in die Geschichten reingehen, sich keinen Stress machen, mal einen Tag drüber lassen. Und wenn man in der Stimmung ist, da wieder reingehen, wieder ins Lachen kommen und dann mal wieder die Bilder anschalten. Ne? Mhm. Ziel wäre es, dass man so nach 2-3 Wochen den Bilderrahmen problemlos angucken kann oder schon denkt, ah, jetzt kommt die Schlange oder jetzt kommt die Spinne oder so und da einfach gar kein Problem mehr hat. Vor allem gar kein Problem draus machen, sondern das Umsetzen, praktizieren. Dann sind wir fast schon am nächsten Schritt, nämlich der Realkontakt zu den Tieren dann. Wenn wir jetzt so weit sind, dass man die Bilder gut sieht, dass man gut in seine gute Stimmung reinkommt, dass man sich einfach deutlich wohler fühlt bei dem Gedanke, Schlange, Spinne, was auch immer, kann man jetzt, wenn man es zur Hand hat, einen Zwischenschritt gehen und sich eine Schlangenhaut besorgen. Die kriegt man heute ja auch in einem Zoohandel oder sonstiges. Oder den Spinnenkörper. Wie heißen die richtig? Das sind auch Häute, gell? So Spinnenhäute. Genau, die sehen ja dann aus wie eine. Und sieht hier, an sich wie eine echte Spinne aus in dem Moment. Gell? Könnte man hier einen Zwischenschritt gehen und dann einfach mal das Aha-Erlebnis aus der immer aus der Situation raus, Urlaubsgeschichte, was auch immer. Hier dann schon mal den ersten Kontakt aufnehmen, bevor man dann zum großen Finale kommt, was dann kein Problem mehr ist und dann mit dem Echttier hantiert. Das Tier wirklich, also so nochmal so eine kleine Stufe zwischenrein zum Erleben, Erfühlen machen. Man kriegt ja von der Strumpfbandnader eine kurze Haut, wenn das jetzt noch zu erschlagen ist. Ich dachte, ich bringe hier gleich mal was Richtiges. Das ist auch ganz klasse. Okay. Ja, das wäre so ein guter Zwischenschritt. Also und so sieht dann das Ende vom Spiel aus. Der Wolfgang und der Stefan hier bei M&S Reptilien, wir zwei Phobiker. Man geht am Schluss hin an einen Ort, wo man die Tiere zur Verfügung hat, versucht positiv hinzugehen, die Geschichte im Hinterkopf. Ich laufe jetzt hier von Galapagos sozusagen zu MS Reptilien rein, frage, darf ich mal bitte eine Schlange anfassen? Ist das so, das endet es dann so, wie wir zwei dastehen? Ja? Genau, sobald ich das Gefühl habe, eigentlich kein Problem mehr für mich. Jetzt brauche ich nur noch den kleinen und doch großen Schritt, jetzt wirklich auch dieses Tier in die Hand zu nehmen. Dann gehe ich wohin, so wie du es beschrieben hast, nehme mir vielleicht jemand mit oder erkläre auch dem Fachverkäufer, wo eigentlich mein Problem in Anführungszeichen ist. Bringe mich mal ganz für mich in der Ecke in die Situation, bringe mich in meine gute Stimmung, mache mein Witzchen dazu, gehe in die Emotion rein und dann lasse ich mir ein entsprechendes Tier in die Hand geben. Und man wird sehen, häufig ist dann so, und das ist alles. Wo war jetzt das Problem? Es ist ja nur die Verknüpfung, die man jetzt eigentlich umgewandelt hat. Mhm. Im Nachhinein ein klitzekleiner Schritt, aber es bedarf einfach nur der Initiative. Und das Wichtigste überhaupt, derjenige, der es macht, der muss es auch wollen. Also wenn man es jemand anderes zuliebe macht oder wenn man denkt, ich sollte, aber eigentlich will ich nicht, dann lasst es lieber bleiben, weil damit denkt man, das funktioniert nicht. Und es bringt auch nichts. Positive, die Geschichte kann ja nicht positiv und witzig sein, wenn ich sie machen muss. Wenn ich es nicht will, dann will ich es nicht, dann ist ja auch okay, muss ja keiner. Der Hund zum Jagen tragen funktioniert nicht. Um dir noch was Positives, also ich habe dir als Schlangenphobiker jetzt extra eine in der Häutung ausgesucht. Die hat wegen so einen rosa Touch. Ich dachte mir, das rosa, das macht es dir ein bisschen leichter. Das macht es ein bisschen neutraler. Das hilft dann auch schon, oder? Wunderbar, die nehme ich jetzt mit. Also Wolfgang, war super interessant. Ich fand es ganz toll. Ich hoffe, dass es unseren Zuschauern auch so geht. Ich persönlich unheimlich viel gelernt. Wusste ich gar nicht, wie es wirklich funktioniert oder wie es richtig funktioniert. Tausend Dank dir, Wolfgang. Herzlichen Dank auch dir für die Einladung. Ich hoffe, es hat den Zuschauern auch gefallen. Solange es nicht in jedem Wohnzimmer in Deutschland ein Terrarium hat, haben wir ja noch ein bisschen zu tun. In diesem Sinne, schönen Abend. Der Wolfgang hat mir jetzt schon fast mein Schlusswort vorweggenommen. Egal, morgens, mittags, abends, wann immer ihr das seht.
Wir hoffen, es hat euch gefallen. Zwei Dinge noch in eigener Sache. Zum einen will ich euch nochmal auf unsere Webseite exopedia.de hinweisen. Das soll die Datenbank für exotische Tiere werden. Bringt euch ein. Ihr könnt eben Tierprofile erstellen. Ne? Also die Tiere, mit denen ihr euch absolut auskennt, könnt ihr ein Profil erstellen. Das kommt dann, wird dann live geschaltet auf exopedia.de und wird für alle Ewigkeit dort verankert sein und den Leuten als Hilfe dienen, wie man die Tiere richtig hält. Also bringt euch da ein. Und auch noch ein Aufruf in Sachen Reptil-TV. So wie jetzt der Wolfgang hier Fachmann ist für diese Phobien, suchen wir natürlich immer interessante Leute, wo wir neue Folgen bringen können. Wenn ihr sagt, oh, ich kann was ganz toll mit Thema Terroristik oder ich habe ganz tolle Tiere oder ich bin der Fachmann für dies, das, jenes, schickt mir eine Mail. Gern laden wir euch hierher ein oder versuchen, dass wir vielleicht bei euch drehen können. Also wir sind natürlich immer an Themen interessiert. Und in diesem Sinne, bleibt uns treu und checkt meine Balls und checkt eure Phobien. Bei mir vergeht nicht eine, der sagt, oh, ich bin voll wieder verhakt. Voll, danke. Für die Outtakes brauchen wir auch Material. Definitiv was tun kann gegen diese Ängste, oder? Ja, ja. Dann steigen, steigen wir gleich ein. Jetzt habe ich es gepatzt. Oder? Ab jetzt läuft's, jetzt sind wir drin. Da geht's dann erstmal rein. Genau, da geht's rein, da geht's in den Thalamus, der Thalamus wird ausgewertet und dann geht's in die verschiedenen Bahnen, der Großhirnrinde. Also hier sitzt jetzt zum Beispiel die Hand, der Fuß. Ja, genau. Dass die Abkürzung über das Herz nicht in die Hose rutscht. Das war echt scheiße. Frag doch einfach, wie sitzt das? Der Gag dahinter, mein Haus zuzupflastern mit irgendwelchen Ersatzschlangen oder wie, also hilft das? Ja. Also, Stefan. Das ist zum Schluss auch der Aufruf für unsere neue Webseite Exotenhaltung. Ich Vollidiot, Exotenhaltung. Sauber.